Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein kleines Tutorial für euch mitgebracht, ganz unabhängig von allen anderen Challenges und sonstigen Kram, der so läuft. Ein eigenständiges Tutorial, das könnt ihr einsetzen für alle möglichen Dinge. Das passt zu jedem Journal. Es ist total vielfältig und es sind diese Dinge hier. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, was hat die Frau, was will die von uns? Die hat hier einfach irgendwas, so ein braunes Papier durch die Stanzmaschine gedreht und will uns das jetzt hier als tolle Neuigkeit verkaufen. Ja, ich verstehe, weil ich verstehe den Gedankengang, weil das sieht hier tatsächlich aus, als hätte ich einfach so ein bisschen rumgestempelt auf braunem Papier und das alles durch die Stanzmaschine gedreht und ja, das Ergebnis hier produziert. Das ist aber nur die Oberfläche des Ergebnisses sozusagen. Eigentlich geht es darum, Sticker zu machen. Und zwar solche matten Sticker aus Papier, ja, die man dann natürlich auch noch bearbeiten kann, die so leicht transparent sind. Und wo man wunderbar natürlich eine alte Buchseite, gut, die ist jetzt nicht sehr alt, wo man wunderbar eine alte Buchseite dann unten drunter haben kann. Und ja, oder hier so filigrane Motive. Das ist ein Sticker, das ist ein Aufkleber hier, ne? Ein selbstgemachter Aufkleber. Und ich habe nämlich Folgendes verwendet dafür, um diese Dinger hier herzustellen. Das ist völlig total einfach. Ich habe verwendet Backpapier. Hier habe ich noch einen Rest von meinen Experimenten. Ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite. Wir fangen sofort an, machen das zusammen. Ihr braucht also Backpapier, ihr braucht ein braunes Papierklebeband, hier das billige Zeug vom Action Tools völlig, mit dem man so, das ist dieses Band, mit dem man so Pakete verpackt. Ne? Dann so ein mattes Papierklebeband. Gibt es beim Action, kostet glaube ich 1,50 oder so die Rolle hier, da sind 50 Meter drauf, also da könnt ihr eine Menge Sticker mit produzieren. Ganz stinknormales Backpapier. Ja, und ihr braucht eine Stanzmaschine. Mehr braucht ihr nicht. Und wir machen jetzt sofort einfach mal ein kleines Muster zusammen, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Und zwar werde ich mir jetzt hier auf das Packpapier, das sind ja eigentlich beide Seiten, sind ja hier so non-sticky, sorry für das Geknister, das geht jetzt gerade nicht anders. Da klebe ich mir jetzt einfach einen Streifen von diesem Klebeband hier auf. Ja, einfach hier so mitten drauf, zack, schneide mir das dann hier wieder ab, das Ende. Den Restschnipsel, den klebe ich immer unter den Anfang, damit ich den leichter wieder finde hier, ne? So, sonst verschwindet der ja immer. Und so merke ich mir dann, wo der Anfang ist. So, das waren schon die Vorbereitungen, die notwendig sind, viel mehr ist das nicht. Ich schneide mir das hier aus dem Backpapier raus, damit ich nicht so eine riesen Matte habe. Den Rest weg, damit es nicht so knistert. So, jetzt haben wir hier unser Papier. Wir brauchen natürlich eine Stanzmaschine, logischerweise. Und ich nehme da jetzt einfach mal diese kleine, damit das hier besser unter die Kamera passt. Das ist ja die kleine Stanzmaschine, die ich beim Teddy gefunden habe. Na, die funktioniert auch super für kleine Sachen, muss ich echt sagen. Also gibt es überhaupt kein Problem. Das ist die untere Platte hier, da habe ich auch schon ein paar Mal drauf gestanzt, wie man sieht, aber noch nicht sehr oft. So, dann brauche ich das hier natürlich, diesen Streifen. Oder sollen wir noch ein bisschen stempeln? Aber stempeln, da brauchen wir nicht stanzen. Fürs Stempeln müssen wir nicht stanzen, also machen wir jetzt erstmal die Stanzsachen. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen da jetzt mal ein paar einfache Teile. Hier so ein paar einfache Blätter, Blüten, sowas und vielleicht noch sowas. Das wäre doch eine ganz nette Sache, wenn wir einfach so ein paar Blüten machen, die da einfach durchstanzen. So. Mehr brauchen wir ja jetzt auch nicht. Okay. So, dann haben wir es schon fertig. Man sollte sie natürlich auch richtig rum hinlegen. Ne? So, nehmen wir diese Blüten hier, die passen ja auch ganz gut hin. Natürlich richtig rumgedreht. So, Deckplatte drauf und dann können wir die ganze Chose schon da durchkurbeln. Und sicherheitshalber werde ich nochmal zurückkurbeln. So, dann schauen wir mal, ob das alles geklappt hat, so wie wir es wollen.
Das schaut gut aus. Von hinten sieht das jetzt so aus. Das löst sich nicht sofort auseinander, weil da ja eine Klebeschicht dabei ist. Wir haben durch eine Klebeschicht durchgestanzt. Insofern löst sich das nicht sofort. Wenn ihr also filigrane Sachen macht, so wie das hier, da habt ihr schon ein bisschen damit zu tun, diese kleinen Teilchen da rauszustanzen. Und falls ihr mir nicht glaubt, dass das tatsächlich ein Aufkleber jetzt ist, ich werde das gleich aufkleben, ne? Keine Sorge. So, aber jetzt erstmal weiter hier mit diesen Dingern. Hier sieht man schon, dass es sich löst. Ja, ich nehme jetzt erstmal die Teile raus. Das auch, das stanzt sich wirklich wunderbar, diese Kombination. Das ist wirklich ausgezeichnet. Man kann filigrane Sachen stanzen, ist überhaupt kein Problem. So, jetzt hole ich da meine kleinen Sticker raus aus den Stanzformen. So, da haben wir die Sticker. Jetzt hole ich mir ein altes Blatt. So, eine alte Buchseite nehme ich mir jetzt noch zur Hand. Diese hier. Und da kleben wir das jetzt mal drauf. Jetzt ist am Rand natürlich so ein bisschen Friemelei, bis man da die Klebeschicht vom Backpapier gelöst haben. Muss man ein bisschen herumfrickeln, aber das ist ja bei jedem Sticker so irgendwie, dass man da ein bisschen am Rand herumknibbeln muss. So, jawohl, schon hat sich das Ganze gelöst. Und ich kann meinen Sticker hier aufbringen. Das Schöne an den Dingern ist ja tatsächlich, dass die transparent sind und man da durchgucken kann. Ne? Ich finde das echt genial. Und es ist Papier. Das heißt, ich kann da auch drauf malen und schreiben. Diese Sticker sind jetzt tatsächlich aus Papier. So, und dann den nächsten. Den kleben wir auch auf. Ne? So. Teilweise sind die nicht ganz einfach runterzukriegen, aber mit ein bisschen Geduld geht es dann schon. Und den letzten noch. Ich versuche das ganz gerne mit so einer Nadel. Dann trennt sich das oft etwas leichter. So, damit ihr seht, dass diese Teile hier, ja, dass diese filigranen Dinger tatsächlich auch Sticker sind, werde ich jetzt mal hier auch was von aufkleben. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Leider habe ich hier beim Austrennen ein Blättchen abgerissen. Das ist aber meine Schuld gewesen. Das war schon richtig ausgestanzt, aber ich habe nicht langsam genug und nicht ordentlich genug das Ganze aus der Form gelöst. Also das habe ich kaputt gemacht im Nachhinein. Das ist, ja, ist halt so. Passiert schon mal sowas. So, jetzt versuche ich hier mal irgendwo einen Anfang zu finden, damit ich da zwischen das Backpapier und die Klebeschicht komme. Ja, da hat sich's getrennt. Am Ende, so. Und jetzt ziehe ich das vorsichtig ab. Das geht dann problemlos. Sobald man einen Anfang gefunden hat, ist das total easy. Kann das hier wunderbar aufkleben und schon hat man hier den filigranen matten Sticker auf dem Papier kleben. Ja, und machen wir noch was. Nehmen wir hier dieses Teil noch, ne? Dieses besonders filigrane Ding. Auch da suche ich mir wieder irgendwo eine Ecke, wo ich die beiden Schichten voneinander trennen kann. Ist ein bisschen schwer zu sehen und ja, ihr könnt mir glauben, meine Augen sind auch nicht gut, ne? Aber es geht trotzdem. Wenn man einmal eine Ecke gefunden hat, dann geht es total easy. Dann kann man es aufkleben. Ja, und natürlich sollte man die richtige Seite aufkleben. Ne? So, schaut. Ha? Wunderbar. Ja, und diese Dinger hier, die habe ich einfach nur gestempelt. Gleiche Methode, Backpapier mit Klebeband beklebt, drauf gestempelt, trocknen lassen. Am besten natürlich in wasserfeste Stempeltinte genommen. Ich habe hier diese genommen, die Archival Ink von Ranger. In schwarz. Kann man sich auch in braun machen, wie man will. Und dann kann man genauso wie bei normalen Stickern die Rückseite abtrennen. Das ist dieses Backpapier, weg damit. Und dann kann man sich das aufkleben.
Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass man da ein bisschen diese alte Buchseite durchschimmern sieht. Also ich finde es toll, mir gefällt das total gut und auch diese Art. Und man kann eben tatsächlich da drauf noch malen und schreiben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier mit meinem Gelstift, könnte ich da jetzt was drauf schreiben. Was schreiben wir da mal drauf? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn da hinschreiben? So, nur bitte. So, jetzt haben wir das beschriftet. Mhm. Also mir gefällt das total gut. Ich habe da jetzt das Wort Freiheit draufgeschrieben in Sütterlin. Ja, ich übe das gerade und ich finde das total schön. Und das Ganze jetzt noch ausreißen, damit man diese Schrift hat und dann aufkleben irgendwie. Ich finde das total klasse. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Und ja, wie gesagt, das ist mit allen diesen Stickern funktioniert das so super. Ja, und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Das war es eigentlich schon für heute. Und das war das ganze Video. Mehr gibt es heute nicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind eigentlich schon durch. Ne? Also ich habe echt Freude an diesen Dingern. Mir gefällt das super gut. Und ja, wie gesagt, wenn man das hier jetzt noch rausreißt aus dem Papier hier, entweder so mit so einem groben Reißlineal oder per Hand einfach. Das kann man ja auch, ist egal. Das muss ja nicht so, muss nicht mit dem Lineal sein. Ne? Ihr braucht nicht unbedingt ein Reißlineal dafür, um Gottes Willen. Überhaupt nicht. Und ich habe ja hier auch kein professionelles Reißlineal, sondern ich verwende tatsächlich ein altes Plastiklineal. Das war nicht mehr gut. Das war mal ein Schneidelineal. Da war so ein Schneide-Ding dran. Das ist aber kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich ein Reißlineal draus. Ich habe einfach mit einer Zange hier diese Kante abgebrochen. Das müsst ihr aber mit einer Schutzbrille machen und gut aufpassen, weil diese Plastikteile, die fliegen dann in der ganzen Gegend rum, also überall. Ne? Also, aber das funktioniert total super. Wenn ihr so ein altes Plastilineal irgendwo rumliegen habt, dann könnt ihr das super machen. Also, aber bitte kauft euch nicht extra ein Plastiklineal. Das ist ja irgendwie auch ja, Plastik eben. Ne? Ich hatte das halt noch. So, und das wäre jetzt dann zum Beispiel unser Etikett. Das können wir jetzt doch super auf ein kleines Journal draufkleben, oder? Was meint ihr? Also mir gefällt's. Ich finde es super. Mir gefällt das mega. Und natürlich kann man auch diese Blumen hier noch dekorieren und verzieren. Ne? Wir haben ja jetzt hier diese Blümchen. Und ich finde momentan, dass tatsächlich Weiß am allerbesten zu diesem braunen Papier passt. Und man kann ja auch die Blümchen jetzt noch verzieren hier, wenn wir da einfach mal irgendwie so zum Beispiel wir könnten da so ein paar Linien einfach so reinmalen. Der weiße Gelstift ist manchmal ein bisschen heikel, ein bisschen schwierig. Also der will nicht immer so, wie ich will. Aber das macht nichts. Irgendwann muss er doch, irgendwie geht er doch. Machen wir hier noch so Pünktchen in die Mitte rein. Also zum Beispiel so. Gefällt mir auch total gut. Aber man kann natürlich auch einfach den Rand nochmal nachziehen, wenn der Stift mitspielt. Dann können wir einfach hier einen Rand nachziehen. Und das muss auch alles nicht exakt sein. Denn gerade das Ungenaue, dieses handgearbeitete, das eben nicht die maschinelle Perfektion hat, das finde ich total schön. Also es gefällt mir super gut. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust und kommt ein bisschen runter von dem Perfektionsgedanken. Man muss nicht perfekt sein, es ist nicht nötig. Es ist überhaupt nicht nötig, perfekt zu sein. Lasst einfach eurer Kreativität hier so freien Lauf. Ihr könnt einfach ein bisschen drauf losmalen. Das muss alles nicht genau sein. Also ihr könnt einfach so, wie ihr wollt, könnt ihr das machen. So einfach drauf los und einfach mal gucken,
was draus wird aus der ganzen Sache. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir eigentlich am allerbesten. Da bin ich jetzt echt begeistert von diesem Schildchen. So, ich habe noch ein paar off-camera gestaltet und bemalt und ich habe ein paar auf Notenpapier aufgeklebt. Hier zum Beispiel diese filigranen Blätter. Da habe ich noch nichts gezeichnet. Das ist auch auf Notenpapier. Und interessanterweise passt dann der Text ja auch hinein, Welt hinaus. Ja, okay, es ist nur ein kurzer Text, aber ich finde das total witzig, dass man das dadurch lesen kann. Das hatte ich euch vorhin schon gezeigt, die Freiheit. Und hier habe ich noch ein paar andere beschriftet. Hier Sehnsucht steht auf diesem hier. Und ich finde das Weiße... Der weiße Gelstift macht sich hier ausnehmend gut. Der Sticker ist komplett matt, also total matt, da glänzt nichts. Und man kann das jetzt so als Schildchen irgendwo aufkleben. Ich finde es mega. Und wenn ihr keine Sütterlin schreiben könnt, vielleicht könnt ihr schöne Schreibschrift schreiben, so wie das hier. Das funktioniert natürlich auch sehr gut. Hier habe ich das Glück nochmal in Sütterlin geschrieben. Auch in Weiß, ich finde das total schön. Hier nochmal auf ein paar auf, einfach nur auf Notenpapier aufgeklebt. Hier habe ich Liebe drauf geschrieben. Dann habe ich hier Heimat hingeschrieben. Und diese Sachen hier habe ich dann auch noch ein bisschen beschriftet, diese kleinen Sticker. Du, ich und zusammen ist das wir. Ja, die Blümchen hier. Oder dieses Blümchen habe ich einfach nur so ein bisschen mit Punkten gestaltet. Finde ich auch ganz niedlich. Also passt dann auch super zu diesen Blümchen, die man auch, denke ich, ganz wunderbar irgendwo aufbringen kann. Also ihr seht schon eine große Vielfalt an Möglichkeiten. So, und das war's für heute. Feierabend. Jetzt geht an euren Basteltisch. Und macht auch was Kreatives. Lasst euch was einfallen oder macht ein bisschen was nach. Ist beides in Ordnung. Also, bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss!